Gestern wurde das Heizungsgesetz offiziell beschlossen und ein Freund hat mir geschrieben, dass er am gestrigen Tage 500.000 Euro verloren hat. Mit einem Haus. Wie starte ich also am besten in dieses Thema? Ich glaube, man hat noch nie so schnell geschafft, in der Bevölkerung die Hoffnung zu erwecken, dass die AfD kommt. Ich habe Witze gelesen, dass das Wahlkampfteam der AfD unterwegs ist. Ich werde euch das mal einblenden. Aber das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass eine große Anzahl der Menschen in Deutschland darauf hofft, dass die AfD an die Macht kommt, um den ganzen Irrsinn, der hier passiert, rückgängig zu machen. Das ist in der Tat die Hoffnung, die wir haben, Gesetze, die eingeführt wurden, schnellstmöglich rückgängig zu machen, während der Einführung. Wir müssen gar nicht lernen, dass das unsinnig ist. Warum? Weil sie ideologisch geprägt sind. Was heißt das? Wir sprechen hier von CO2-Einsparungen. Die Ampel lobt sich selber. Was wir da gemacht haben, ist Wahnsinn. Habeck sagt selber zu seinem Gesetz, das ist ein Riesenschritt. Die Ampel selber sagt, was wir da auf die Beine gestellt haben, das ist gigantisch. Lob erhaltet ihr nicht von euch selber. Das wirkt nicht nur narzisstisch, es ist dumm. Es ist aus der falschen Perspektive. Politiker sollten aus der Sicht der Bürger arbeiten, nicht aus ihrer eigenen. Wenn wir darüber sprechen, lasst uns doch Zahlen nennen. Ich habe das gehört von Jens Spahn. Jens Spahn sagte, dass diese 7 Jahre Heizungsgesetz, dass in 7 Jahren so viel CO2 eingespart wird, wie wir in einem Jahr mit Atomkraftwerken eingespart hätten. Die Atomkraftwerke haben wir abgeschafft. Warum? Vermutlich ideologisch. Lass uns eine bessere Zahl nennen. Mit dem Heizungsgesetz werden wir in 7 Jahren so viel CO2 einsparen, wie an einem Tag in China ausgestoßen wird. Ein Tag CO2 in China ist der eingesparte CO2-Haushalt, der die Bürger verarmen lässt. Mein Freund hat gesagt, dass das Haus, in dem er gewohnt hat, das ist seine alte Kindheitserinnerung, die hat 2 Weltkriege überlebt. Das ist ein Haus ungefähr aus dem Jahr 1910. 2 Weltkriege hat es überlebt. Die Ampel wird es nicht überleben. Er wollte das verkaufen. Jetzt ist die einzige Hoffnung, es nicht zu verkaufen und zu hoffen, dass die AfD an die Macht kommt. Auf was könnte man weiter eingehen, dass man im Grunde genommen vollkommen versagt hat? Wer hätte die Alternative sein sollen? Die FDP. Richtig? Die FDP sollte für liberale Wirtschaft stehen. Liberale Möglichkeiten, Wirtschaftsfreiheit. Wofür steht die FDP? Für Verschuldung und für das Heizungsgesetz. Hier wird der Bürger offiziell betrogen. Ich habe überlegt, was ich hierzu sagen könnte. Man kann ja nicht sagen, was sind die Mängel, die man noch angesprochen hat. Hey, warum wurde das Heizungsgesetz verschoben? Das war ja eine freudige Nachricht, die ich damals gepostet habe, weil man keine Experten angehört hat. Wollt ihr wissen, was die Opposition angekreidet hat? Man hat das Heizungsgesetz jetzt beschlossen, ohne Experten anzuhören. Das heißt, wir haben gesagt, Moment, man müsste im Grunde genommen die Möglichkeit geben, Experten anzuhören. Und das hat ein Gericht so akzeptiert. Und dann hat man aber trotzdem keine Experten angehört, um zu sagen, Moment, wartet mal, das könnte unsinnig sein. Der Grund, warum ich euch das alles sage, ist, weil ich eigentlich ein Fan des Heizungsgesetzes bin. Und ihr sagt jetzt, Moment, wartet, was? Und ich sage euch, ja, wir müssen das Land gegen die Wand fahren, weil je schneller das passiert, desto schneller können wir was ändern. Und danke an die Ampel, weil ich kann mir niemanden vorstellen, der geschafft hätte, eine Nation mit so einem Reichtum, mit so einer Kernkompetenz schneller gegen die Wand zu fahren, als jetzt gerade. Ich weiß aber ansonsten auch kaum, was ich hierzu sagen soll. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt mir gerne auf Instagram, Darius Schabani Official. Ich werde dort ein T-Shirt-Gewinnspiel machen. Ich freue mich außerdem über jeden, der den Kanal unterstützt als Kanalmitglied. Und bis zum nächsten Mal.